Und schon wieder sind wir hier in Ferun, Baldur's Gate, und wir bekämpfen gerade Kopfgeldjäger. Was kann ich für euch tun? Sehr wohl. Unser Held hat sich schon als... na... wo denn's unbedingt sein muss? Opfer... oh, das ist Personen festhalten. Tja, manchmal schafft man es eben auch. Und natürlich die nächste Person festhalten mit der Zauberung. Super. Ich meine, zweimal hintereinander ist schon weh, ist sehr schwach. Ah, nee, das. Ich glaube, das ist wieder. Na, das ist verstricken. Aber was für Spells die haben? Also rein theoretisch müssen die ja Stufe 2 sein. Weil die, ja, die, das ist ja Hammer, was die reinhauen. Oh, er ist kurz vom Level. Weil, wenn man bedenkt, festhalten sind Stufe 1 Sprüche, das ist Abwehr zweimal. Die hat 5 Sprüche. Und das allein. Jetzt ist das Feld von rechts verstrickt, das Feld von links verstrickt. Das ist kaum zu glauben. Es ist eine verstrickte Angelegenheit. Und ich habe eigentlich keine Zauber mehr. Aber ich habe so gut wie keine. Aber der Gegner kann sie raushaben. Was war das jetzt? Ohnmächtig. Na, ich krieg den Zauberbefehl. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Okay. Gut, jetzt haben wir schon wieder ein paar Zauber überlebt. Okay. Aha. Ich tu's. So. Sehr wohl. Was ist es diesmal? Ihr habt eine Aufgabe? Was kann ich für euch tun? Wenn's unbedingt... Ich erwarte eure absolute okay. Meine... Ja? Die schießen bereits drauf und... Ihr habt jetzt rette ich die Lage. Hm, was wie ihr wünscht. Womit? Sehr wohl. Ihr wünscht, Selune führt meine Hand. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ich bin Selune führt meine Hand. Der... Aha. Bleibt zurück und gebt Acht. Okay. Ich verstehe zwar nicht warum, aber irgendwie hat die Frau, die Magierin, immer so das Gefühl, direkt in die Waffen des Gegners reinzuspringen. Natürlich versuche ich das immer zu verhindern, aber... Mich kümmert's nicht. Ah, hier. Da. Oh, verursacht 3 Schaden. Ich erwarte eure Anweisung. Was kann ich für sehr wohl? So. Es liegt hier noch viel Zeug rum. Zu Befehl, wie ihr wünscht. Die können alle eigentlich verhindern. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Womit kann ich dienen? Im Tode nahe. Ja. Getötet! Ja! Yeah. Ah je! Und... Tja, schon wieder habe ich es verpennt, die Zeit einzustellen. Naja, aber da sie jetzt tot ist, können wir endlich mal gucken, was sie hatte. Und im Vergleich zu ihren Kollegen ist das eigentlich gar nichts. Mein guten Plattenpanzer, aber den haben wir schon. Okay, dann können wir hier Lederrüstung wegtun. Ich glaube, so ein Plattenpanzer ist mehr wert.
So. Wir sind eigentlich fast schon am Rande unserer Belastbarkeit. Oder auch schon drüber hinaus. So, das muss ich dann ablegen, also. Gott, statt plus 1 Abo ist, ja, ein bisschen schneller, wenn ich mehr Platz habe ich jetzt nicht. Speichern wir nochmal. Und jetzt machen wir unser Level Up in unserem Hotel. Tja, ETWO reduziert um 1, Handauflegen erhöht um 2. 14 zusätzliche Trefferpunkte. Statistiken, das braucht man nicht, einverstanden. Ja, böses Entdecken, Schutz vor Bösem und Furchtbannen als besondere Fähigkeiten. Was kann ich? Schon gut, schon gut! Gut. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da noch eine vierte Person war. Aber wir haben sie besiegt. Ja, es hat nur eine Dreiviertelstunde gebraucht. Dulags Turm. Okay. Da fällt mir ein, ich sollte hier rasten, weil auf dem wir hatten ja auf dem Weg, den wir dann irgendwann gehen können, nicht auf dem Weg, sondern in der Stadt Neshka, da haben wir nämlich ein Problem. Da ist es nämlich so, dass ich Rüstungsklasse 6, Gewicht 4. Das Problem ist, dass wir in der Raststätte nicht rasten können. Womit kann ich dienen? Weil dort ja immer noch diese eine Person auf uns wartet. Aber egal. Auf nach Neshka. Na, da kommen wir raus. So. Hier sind ein paar Kinder. Das müsste Minsk sein, ja. Ist das? Ach, die Garnison. So. Dann reden wir mal mit dem Bürgermeister. Ihr seid zurückgekehrt. Es war doch richtig, euch zu vertrauen. Die Stadt dankt euch von ganzem Herzen und überreicht euch mit Freuden den wohlverdiente Belohnung. Bitte nehmt diese 900 Goldmünzen für eure Minen. Das ist schon ein kleines Vermögen. Vielen Dank nochmal. Gut. Probleme in der Region. Der Ruf der Gruppe hat sich um 1 verbessert. Die Gruppe hat einen Gegenstand eingebüßt. Es müssten diese Nachrichten sein. Und noch einen Gegenstand eingebüßt. Die Gruppe hat 900 Gold gewonnen. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. So, und jetzt kommen... Brian wäre auf eure Taten stolz. Jetzt kommen die Kommentare, die auf den Rufveränderungen basieren. Wenn's unbedingt sein muss. Gerade sowas wie Ahira, ich glaube, ich ist neutral, recht schon gut, neutral gut, chaotisch neutral und neutral gut. Je nachdem, wie weit man in welche Schiene springt, beschweren sie sich. Schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Zeigt ihr Gold und ihr könnt alles haben, was ich auf Lage habe. Ich habe das Gold, aber ihr habt hoffentlich etwas gut. Mal gucken. Das sieht mir jetzt nach einem Quest-Item aus. Das ist ein Quest-Item. Da müsste ich nochmal in die Mine. Der Dolch ist auch eins, deswegen. Kotschert. Mittlerer Schild. Und der hat nochmal einen beschlagenen Lederwams. Okay.
Kurzbogen, Kurzschatz. Geheimnisvolle Flüssigkeit, Morgenstern brauche ich nicht. Plattenpanzer lasse ich mal kurz. Geschlagen, Kettenhemde, derweil. Da brauchen wir eigentlich fast gar nichts, was derweil sich trägt. Flegel. Langschwert, Bastardschwert, Langschwert. Ja, ich habe noch einen Ersatz. Bolzen. Gut. Das muss ich nachher rausholen. Ich muss mir meine Kiste zusammensuchen, wo ich das dann lager. Okay. Dann hier. Blablabla. 3x4. 12. Ja, sie hat keinen Platz. Oh, ein Langschild plus 1 für 2400, den könnte ich mir sogar leisten. Na, für 200 identifizieren lassen. Na, wobei, ich habe selber den Zauber. Das ist ja Geldverschwendung. Okay, fertig. Dann schauen wir mal. Das sind Quest-Items, die drei. Geben wir dem mal alle Schriftrollen, Briefe, weil der ist eh nicht der stärkste. Okay, mit 150 eigentlich schon. Na, da geben wir es lieber ihr. Und dadurch, dass er keine Rüstung trägt. Ach, rechtschaffen guten Mönch, Halborg-Mensch. Okay. Lass mal ihm das mal. Okay. Gut, dann das kann sie auch nehmen, das auch. Trank der Steinform. Keine Ahnung, was das ne? Das müssten diese Giftfläschchen gewesen sein. So, damit haben wir die Pfeile verstaut. Noch ein Ersatzbogen. Ah, gut, dass ich ein Schild da gelassen habe. Das braucht er nämlich. Den hätten wir verkaufen können. Das Gottschild brauche ich auch nicht. Eine leichte Armbrust. Okay, sie kennt auf jeden Fall nicht das. Okay, mehr kann ich nicht in meinen Rucksack tun. Der Kunde hat immer recht. Tja, verkaufen, ja, das. So. Und jetzt noch, wir beenden hier noch die Verkaufssession. Under Agnes Money Halskette. Onyx Ring Blaustein Halskette. Was ist es diesmal? Nochmal bei ihr hingehen. Öffnen. Den Rucksack. Geben wir das am besten gleich ihm. So. Halt anschauen. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Und verkaufen. So.
So, da haben wir ein bisschen Gold gemacht. Naja, das meiste haben wir eigentlich eh gemacht, weil wir... das meiste haben wir ja eh gemacht, weil wir irgendwie ja, die Quest beendet haben. Und jetzt schauen wir nochmal schnell drüber. Das kann noch ewig dauern. Ebenso. Kurz davor. Ja, kommt bald. Das dauert eh noch ein bisschen. Und das kann auch noch ein bisschen dauern. So. Damit wissen wir, dass unsere Level-Ups noch ein wenig dauern. Dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü.